was ich jetzt habe? Ich habe einen Parasit. Ich habe im Dschungel einen Parasit angefangen, der mir ein Loch in meinen Bauch frisst, der sich Zelle für Zelle in meinem Körper vormanscht. Verstehst du? Für den ich jetzt für extrem teures, unspirituelles Geld Medikamente aus Brasilien importieren lassen muss. Verstehst du das? Für meine Freunde, die mich fragen, Momo, krass, schon mal überlegt, das bedeutet doch etwas. Für irgendwie so das Geheimnis oder so verdrängte Gefühle. Schon mal überlegt. Ja, ehrlich überlegt, Momo. Ich weiß nicht, was es heißt. Ich habe keine scheiß Ahnung, was das bedeuten soll. Stopp. Du warst in Brasilien, um nach Erleuchtung zu suchen. Ja? Und hast einen Parasit gefunden. Und was bedeutet das jetzt? Das weiß ich doch nicht, du Affe. Red ich mit ihm. Ha? Trinken wir Bier, sind wir Freunde. Ich verstehe die Botschaft nicht, verstehst du? Weiß nicht, was das für eine Botschaft ist. Botschaft halt. Die Botschaft in Bern oder was? Welche Botschaft? Was für eine Botschaft und was an einer Botschaft redest du? Ha? Es gibt keine Botschaft. Es hat keine Bedeutung. Genauso wie alles andere auch keine Bedeutung hat. Dein Leben, dein Traum, deine Suche. Nicht mal dein Ende. Bedeutung, wenn ich das schon höre. Dieses Scheißwort! Bedeutung! Ich hab Fußpilz, was bedeutet er? Er bedeutet, dass du Fußpilz hast! Sonst nichts! Du bist ein Zellklumpen, ja? Ein Haufen Biomasse! Ein Gemüse! Ja? Ein Brokkoli! Ein blonder Brokkoli! Das bist du im besten Fall! Es gibt kein Vorher oder kein Nachher. Das ist einfach nichts! Ich spüre auch nicht, wie die Anwesenheit von irgendwelchen Geistern oder Energien an mir vorbeischweben. Ja, das ist reines biologisches Abkacken. Weißt du, was bleibt? Weißt du, was bleibt, wenn ein Mensch stirbt? Weißt du, was da bleibt? Ein Fettfleck. Ja, das ist die Bedeutung der Menschen. Ein gottverdammter Fettfleck. Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Du solltest jetzt schweigen.
wissen, dass du nachts im Wald aufwachst und ein Geweih mit Blut bespuckst. Muss das, wo du nachts nackt im Wald liegst und auf den Wolf wartest, der dich mit den Augen deines Vaters anguckt. Muss denn diese Scheißverbindung? Da fallen solche Regeln auf. Und ich verstehe, warum. Ich verstehe, warum diese Regeln auf genauso fallen, was sie fallen. Weil ich bin ein Teil vom Ganzen. Ich bin ein Teil von dieser ganzen Kacke hier. Ich will nicht mehr anstrengen, weil ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und über mir schweben meine Arme, meine Ahnen und meine Familie. Und da ist ein Flughund, dem heißes Erz aus dem Arsch tropft. Und da, wo es landet, das ist mein Dorf. Mein Dorf, da, wo ich herkomme. I fall around.
Yeah.